Mondgöttin, also die Maske der Mondgöttin, das ist auf jeden Fall der Mond. Der Stab, der in Verbindung mit der Unterwelt gebracht wird. Ist halt die Frage, was ist das Symbol der Unterwelt? Also bei der Mondgöttin bin ich mir eigentlich sicher. Und das war das letzte. Wait, warte mal. Achso. Okay, ich rechtsklicke. Okay, alles klar. Achso, übernimmt das sogar. Er bleibt da sogar da. Okay. Also. Nein, 6, 13. Jetzt stoppt da mal die 1. Genau, aus Madagaskar. Ich habe zwei Varianten davon in meinem Besitz. Aber dies ist besonders selten. Das Redikt oder der. Unterwelt, ja. Nee, Quatsch, 13. Da. Konservierte Köpfe aus dem mesopotamischen Sumpfgebiet, Körperteil. Unter der Brüsten. Ah, okay, warte mal. Dann ist es auf jeden Fall Mond, Sonne und jetzt. Oh! Ja, dann war's richtig. Mond, Sonne und dann das komische Teufelding da. Oh! Das ist nice. Ist noch eine Rolle? Der ist doch bescheuert. Achso, ich kann das hier gleich abspielen. In archaic myths, lurking in shunned and forbidden volumes, I've been able to trace some parts. Speaking about a device of non-terrestrial origin that is capable of much more than I could ever imagine. Ancient Cornariums, I will call them. Machines which are said to have been built long before mankind ever tread on this planet. The very source of the design I've used to make my own version of the machine. Mm-hmm. Oh, ich will da nicht runter. Ich will da definitiv nicht runter. Ladder doesn't give out under my weight. Ich bin immer noch nicht unten. Oh no. Oh no. It's stuck. Bin ich das gewesen? Ach, du hast es nicht erlebt. Okay. Ich habe unter den Holz das Kaffee.
said that ancient Conariums have the ability to transfer one's mind outside through the endless vacuum into other receiving Conariums. Just think about the possibility of shedding off the earthbound mortal coil to reach to the stars and yonder. As a free agent to see the grand scheme above and beyond the third dimension. Being able to contemplate vistas and sense things you could never ever dream of with the help of the bodily sensations. Finally, we shall overleap time, space, and dimensions, and without bodily motion, peer to the bottom of creation. Yes, I know how this sounds to you. This is incomprehensible, even for someone like me who spent almost a lifetime on such arcane topics. It is just sad to see. The knowledge has been out there all the time, forevermore, and we failed to read between the lines. Hm. Hat er nicht gesagt, er hat den Drucker zum Laufen gekriegt? Ich gehe mal davon aus, dass das da der Drucker gewesen ist. Okay, irgendwelche satanischen Symbole. Aber das ist das, was aus dem Drucker rausgekommen ist, oder? I remember this place. And what we achieved here. Violating the laws of nature with the help of those dead bodies brought here secretly from only God knows where. Forcing them to cooperate by the means of the cursed necromancy. And dreaming their dreams in those profane sessions to learn forbidden knowledge. Now I can distinctly see how pure madness once roamed here within our own shoes. Hm. Ja, ist gut, wenn man das am ersten mitkriegt, wenn es schon zu spät ist, ha? Huh? Locked. Hm, okay. Beide locked, okay. Sogar noch sehr geil, okay, passiert also nicht viel, dann überspringe ich das mal und bin ich wieder oben. So, wir haben jetzt diese komische Metallplatte hier. Damit gehen wir mal nach oben. Ist hier nach oben? Nein. Muss ich nicht. Damit bleiben wir unten. Nein, das ist ganz so weit. Aber wir haben jetzt die Holzplatte, aber die können wir die hier nicht benutzen. Kreisförmiger Metallgegenstand, Stein mit 5 Zacken auf der einen Seite, findet sich eine komplexe Inschrift, wie eine Sternkarte aussieht. Ja, das scheint echt eine Sternkarte zu sein, aber diese Dinge haben wir ja schon mal gesehen. Wo war denn das? Das ist immer noch locked, okay. Hier war es nicht. War es doch oben. Hey, ich habe doch die Dinger irgendwo schon auf dem Boden gesehen. Wait, das war nicht hier. Das war... ich bin dumm. Das war ja gar nicht hier, das war auf dem Dings. Das war in der anderen Welt, in diesen Schächten unten. Gut, okay, wir haben jetzt das nächste Ding. Wo muss das hin? Das ist jetzt natürlich eine Question, ne? Irgendwie sowas wie eine Sternkarte? Nee. Da muss ich ja irgendwas machen. Da muss ich irgendwo hingehen und das irgendwo einsetzen, vermute ich mal. Die Frage ist jetzt nur: Where the fuck should I place this?
Wo geht's jetzt hier weiter? C'est la questione grande. Mach mal hin hier. Was ist denn das? Nom, 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 nom. Ach, die Klappe. Habe ich eigentlich. Ist der fällt mir gerade ein. Nee, habe ich nicht mehr. Ich habe noch die Taschenlampe und das Ding hier. Das heißt, das Ding muss ich jetzt hier irgendwo einsetzen. Katze ist gut. Papi weiß, dass du da bist. Ich würde ja fast schon sagen, hier irgendwo, aber ich wüsste nicht wo. Mach mal zu, bitte kurz. Komme ich dahinter? Ne, komme ich nicht hinter. Ich kann nur bis hierher. Kann ich da drunter unter dem Tisch durchsneaken? Nein, dafür bin ich zu groß. Okay. Davon gehen die Türen auf. Da ist irgendwie noch die Bongo-Trommel des Todes. No, 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 bleib mal auf. Ist ja vielleicht was Wichtiges. Was sie mir über die geteilten Erlebnisse der Conarium-Probanden berichtet haben, lässt mich auch in eine traumatische Art der Datenerhebung denken. Sicherlich erinnern sie sich nur noch daran, was ich ihnen darüber gesagt habe, warum manche Leichname der Verwesung widerstehen und über tausende Jahre wohlerhalten in den Gräbern ruhen. Au, au, sorry. Au. So. Ich denke, dass ich Ihnen mit der Hilfe eines gewissen Bekannten solche Exemplare zukommen lassen kann. Das wäre sicherlich vorteilhaft für uns beide. Ich freue mich auf eine baldige Antwort. Okay. Ich doch hier nach unten? Money ist gut. Die Schubladen hier kriege ich nicht auf. Ne, die kriege ich nicht auf. Kleiner Moment, geht gleich weiter. Kannst du die Katze ruhig stehen? Ruhig jetzt, sei ruhig jetzt, sei ruhig jetzt, du Stinker. So. Aber sie ist mittlerweile schon wieder etwas leiser geworden. Das muss ich hier mal zugute halten, ne? Kann ich hier die Schubladen auch aufmachen? Geht das, wenn ich crouche? Nö, geht nicht. Okay. Und hier? Oh, wait a second, wo kommt das denn auf einmal her? Ich habe einen Brief gefunden. Ein treuer Freund, in Ihrem letzten Brief waren Sie extrem überrascht von meinem Fortschritt und wollten wissen, wie ich es geschafft habe. Ich werde es Ihnen im Detail erklären. Ach du heilige Scheiße. Ich bin mir sicher, Sie erinnern sich noch an den jungen Mann von der Miskatonic University, Frank. Sorry, Entschuldigung. Frank Gilman, den ich erwähnt hatte, als ich seine These zur Zwirbeldrüse gelesen hatte, in der er auf ihre entwicklungsorientierte und strukturelle Evolution einging. Parley, dieser Junge könnte den zugrunde liegende Konzept verstehen und die Details erkennen, derer ich mich selbst nicht sicher war. Daraufhin kontaktierte ich ihn, aber er erwähnte nur einen Teil meiner Forschungsarbeit, damit er mich nicht so behandelte, als würde ich die and also würde wie die anderen. Da er ein Mann der Wissenschaft ist, rechnete ich damit, dass er den Forschungsdrang in meine Arme treiben würde. Nach vielen Tagen und Nächten akribischer Arbeit schafften wir es, dass die Maschine funktionierte, ohne das menschliche Gehirn abzustoßen. Dazu mussten wir die ursprüngliche, von mir entworfene Maschine komplett verändern und sie an unsere Physiologie anpassen. Es war nicht der für Menschen entworfen, aber ich habe es dennoch geschafft. Sie erinnern sich an die Sicherheit, mit Sicherheit noch daran, wie ich die sogenannte wissenschaftliche Gemeinschaft verhöhnte, als ich zum ersten Mal meine Theorie zur Transzendierung des menschlichen Geistes mittels einer mechanischen Geräts vorstellte.
Sollen Sie sich doch zum Teufel scheren. Verspottet haben Sie mich und behauptet, dass man meine Theorie mit der aktuellen wissenschaftlichen Methode nicht nachweisen könnte. Und doch, es ist möglich. Ich habe empirische Daten gesammeln können. Molly! Hey, ist gut jetzt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mein Gott. Die ganze Zeit bist du ruhig und jetzt auf einmal drehst du auf, oder was? Du bist auch eine Nervkatze. Ich weiß genau, dass die Leute zugucken, ne? Und zuhören. Kann ich da wirklich nichts mitmachen? Da irgendwas drauflegen? Ich kann nur den Hebel betätigen, ne? Und der Hebel funktioniert hier nicht. Muss ich mit dem Ding vielleicht unten noch irgendwas machen? Und ich habe es übersehen. Ach nee, nach oben wollte ich nicht. Ich wollte nach unten wenden. Kann ich das Ding dann irgendwo einsetzen bei dem Gerät oder? I remember this place. Okay, ja, nee, das kenne ich schon, danke. Man echt nichts einsetzen, einfach so. Wie viele Leichen, holy shit. Also, beziehungsweise hier wie viele Särge. Das Grammophon haben wir abgespielt. Kann man wieder zumachen. Verschiedene Flaschen und wissenschaftliches Zeug. Oder mache ich irgendwelche Glasgefäße? Das Generator. Hmm.